Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Wolf der Rose. Ich bin jetzt doch auf diesem komischen Server gejoint von eben im letzten Part. Mal kicken, wie sie kicken. Vielleicht kickt doch ja keiner mehr, weiß ich nicht. Ich versuche gerade wieder meine E-Mails abzugreifen, aber mir lädt das Programm gerade sich zu Tode. Was ich wunderschön finde. Ich glaube, ich möchte Jörg sein. Ich glaube, ich finde es toll, dass keiner in der Grotte ist. Komm schon, ab in der Rotte, in der Grotte, in der Motte, in der Schnotte, in der Rotte, in der Grotte, in der Rotte. So, da ist doch tatsächlich einer. Irgendwann da, den ich kenne. Zum Glück nicht. So. Die Seite hat geladen. Also, beziehungsweise die E-Mail. Von mir aus könnte man den ganzen Schnaps der Welt ins Meer gießen. Sind Sie Anti-Alkoholiker? Nein, Taucher. Ja, das könnte man wirklich mal probieren. Aber ich glaube, das wird nicht viel bringen. Macht ja nichts. War trotzdem Versuch wert, einen guten Witz aufzubauen. Vor allem, als ich ihn versaut habe mit meinen Vorleseskills. Ja, ja. Frau Schulze lässt ihre Kreislaufstörung mit Hypnose behandeln. Sie sind geheilt, sagt der Hypnotiseur, endlich nach zahlreichen Sitzungen. Er blickt ihr tief in die Augen. Wiederholen Sie nun meine Worte und sagen Sie, dass Sie geheilt sind. Ich bin geheilt, jubelt Frau Schulze. Das kostet 500 Euro, sagt der Hypnotiseur. Da blickt Frau Schulze ihm tief in die Augen und sagt, ich habe bezahlt. Sagen Sie, dass ich bezahlt habe. Ja, Hypnose funktioniert hoffentlich auch bei dem Hypnotiseur. Aber das ist wieder ein längerer. Und da ist sowieso gerade keiner. Morbi juckt das Auge, ey. Kann er nicht angehen. Kann er auch nicht wahr sein, ja. Hier haben wir gar keine Punkte. Bringt mich um, ich will es vorlesen. Ja, fast getroffen, ne? Also kann man nicht meckern. Ja, das, was natürlich niemals hätte treffen dürfen, trifft natürlich. Guck an. Woher kam der Schuss denn jetzt? Ja, aber sicher. Petrofick, du Hurensohn. Morgens steht Erich Honecker auf, geht auf seinen Balkon und sagt, guten Morgen, liebe Sonne. Die Sonne sagt, guten Morgen, lieber Erich. Nach seinem Mittagsschläfchen steht Honecker wieder auf dem Balkon. Guten Tag, liebe Sonne. Die Sonne antwortet und sagt, guten Tag, lieber Erich. Abends, nach einem schweren Arbeitstag, steht Honecker wieder auf dem Balkon. Guten Abend, liebe Sonne. Die Sonne antwortet nicht. Erich probiert's nochmal. Guten Abend, liebe Sonne. Die Sonne antwortet wütend. Ach, Honecker, leck mich doch am Arsch. Ich bin jetzt im Westen. Ja. Einen guten alten politischen Witze, ne? Sagst du, sind doch was ganz was Tolles. Vor allem, wenn man gar keine Beziehung mehr zu der hat, so gesehen. Muss ich jetzt der scheiß Führer sein? Gar keinen Bock drauf. Ich bin nämlich ein schlechter Führer. Weiß ich selber. Ach, guck an, das sind kurze Witze. Sag mal, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Huch, er spricht. Ja. Der war hinreißend. Ich sollte mir angewöhnen, diese E-Mails nicht mehr zu löschen. Habe ich immer was Tolles zum Vorlesen in dem Part. Hol nicht deine Kanone raus, das macht keinen Spaß. Aua. Kriegst du gleich einen Headshot. So, tschüss. Muss mich mal heilen. Binsenweisheit des Tages. Ein Rock sollte immer länger sein als der Faden des Tampons. Er ist fies. Warum hier hängt das Spiel? Was ist los mit dir? Es läuft zwar angeblich bei 30 FPS, na sogar mehr. Aber irgendwie leckt's halt. Keine Ahnung. Guck mal. Natürlich, du machst einen Schlag, ist das Schild kaputt. Glaubst du selber nicht? Das glaubst du ja wohl selber nicht, du kleiner Hurensohn. Gut, noch ein toller Witz. Neulich in der mündlichen Prüfung.
Prüfer, durch welches Ereignis wurde der Erste Weltkrieg ausgelöst? Azubi: Ui, sowas dürfen Sie mich nicht fragen. Prüfer: Doch, überlegen Sie mal. Das könnten Sie wissen. Azubi: Fragen Sie mich was von Next Generation, das weiß ich. Ja, mir nicht so, aber ein netter Versuch. Ne, der Versuch aber hat nicht ganz so geklappt. Deswegen hasse ich Fensteraufnahmen, weil mir das immer so vorkommt, als ob es ruckelt, ey. Boah, aber nein. All die Anti-Cheat sagt nö. Execute that man. Ich habe ihn umgebracht, nicht hier. Natürlich verglücke ich mich. So, jetzt muss ich wieder die nächste E-Mail suchen. Weil pro E-Mail kommen natürlich nur 3 Witze. Wären sonst wären es einfach zu viele. Zu viele Witze gibt es ja gar nicht. Oh, schon wieder so lange. Ach man, aber lange sind auch lustig. Haben wir ja gelernt. Einen kleinen Einpisser, ne? So, was ist denn hier los? Wird langsam voll der Server. Ja, langsam. Eigentlich nicht, aber danke. Ah, scheiße. War ich nicht. Ich existiere gar nicht. Ich existiere nur in deiner Fantasie. Na, Mist, ich dachte, der läuft jetzt vor. Guck, guck. Ach ja. Ach, ein Speerficker. Ach, guck an. Da fühlt sich jemand unbeobachtet. Hier hat sich jemand unbeobachtet geführt. Da, guck an. Lass mich bloß in Ruhe, du Arschloch. Na, come on. Der Typ nervt mit seiner Handkanone. Mann! Dieses Gelecke, das ist so ekelhaft. Er läuft angeblich auf 60 FPS im Moment, aber es hängt halt einfach. Es ist, weiß ich nicht, wie ich das erklären soll. Vielleicht sieht man das auch im Video, aber es ist halt ekelhaft aus irgendwelchen Gründen der mathematischen Vergewaltigung. Was weiß ich, warum das so ist, aber irgendwie ist das so. Das ist nervig. Fuck him. Oh, ich habe gerade eine neue E-Mail bekommen. Aber keine neue Fun-Mail. Natürlich hat sie nicht getroffen. Nö, nö. Jetzt ignore sie Tatsachen. Bin ich eigentlich der einzige Bogenschütze? Schrägstrich Archer. Kann er irgendwie nicht. Vorhin ist ja der eine Typ gestorben ohne mein Beitun. So, so. So viel zu dir. Jetzt brauchst du noch dich, weil du ein bisschen nervst. Nur so ein bisschen. Na, doch nur so ein bisschen seinen Fuß getroffen. Ja. Bis da Oberpro können sie natürlich alle zerficken. Ach, guck mal. Kommt gleich der Sperrnuch mit seiner Pferdemutter angeschissen. Wow. Was für ein Hurensohn. Los, Zetma. Zetma ein bisschen schneller hier. Weil er keinen Skill hat mit der Crossbow. Ja, schon wieder, Alter, diese FPS-Einbrüche oder was auch immer das sind, das ist so zum Kotzen. Ah, leck halt einfach weiter.
hier. Ja, natürlich war wieder die Luft dazwischen. War das der Hurensohn so? Ja, natürlich kannst du hinter mir spawnen. Ja, da ist Teleport-Egbo. Ja, natürlich. Mein Gott, es interessiert mich doch nicht, ob der im Kampf ist oder nicht. Du scheiß alte Spiel. Boah, so ein Spiel kannst du echt, ich nenne schon wieder spielen, ne? Ist ja so weit, dass es schon wieder gekommen. So ein Stück Scheiße kannst du einfach nur deinstallieren und hoffen, dass es nie wieder jemand findet, ey. Genau so, als damals in der Wüste diese Spiele auf alle vergraben worden sind. Ja. Wow. Boah, wenn das nicht so hängen würde, ich kotze gleich im Strahl, ey. Wie viel Terabyte auf RAM braucht ihr dieses Hurensohn-Spiel im Fenstermodus? Als deine, du Fotze. Ja, komm mal, spring einfach rüber, Pech gehabt. Ui, schon wieder verkackt. Schade aber auch. Ja, natürlich wollte ich einen Schildbash machen. Ja, fliegt doch nicht aufs Maul, du Opfer. Boah, diese Lex ist so zum Kotzen, ey. Ein Trickspiel. Durch und durch. Scheiße. Na komm. Danke. Kommt doch schon wieder einer von der Seite. Ja, versteckst du dich, Süßer? Wie schade. Habt ihr schon gesehen, Schwuchtel? Ah, einmal getroffen, Bro. Ja, Gott, weg bei einem Arscher, ne? Ah ja. Ich wusste nicht, dass mein Schwert jetzt eine Axt ist, aber gut zu wissen. Boah, diese Frame-Einbrüche, Alter, ohne Witz. Ich weiß nicht, woran das liegt, Alter. Angeblich hat man ja mit 1000 Millionen FPS, aber trotzdem leckt das irgendwie. Whatever. Jetzt habt ihr Galuk, das keine Axt ist, du Missgeburt. Auch von mir aus.
natürlich hat sie nicht getroffen. Wow, Ziehbecken, wow. Natürlich nicht. Haha, Hurensohn. Hat ihm wohl die Axt auch nicht mehr viel geholfen. Juhu, haben wir jetzt endlich mal verloren, Alter. Die Runde geht mir entschieden zu lang. Vor allem mit diesem komischen Lexer, was immer das sein soll. Natürlich steht hinten nur einer. Keine Angst. Schon ist der weg. Och, och. Guck nicht so blöd. Hilfe, der Pferdeficker ist wieder da. Natürlich springt er mir über seine eigene Achse. Ja, ach, leck mich doch. Das witzige kleine Minispielchen. Ist es nicht witzig? Ist es nicht auch schwitzig? Jetzt kümmern sich echt drei um den einen Typen. Aber wir haben schon wieder eine andere Roboter ein. Aha. Überraschung. Ja, natürlich nicht. Ist schon klar. Oh, das machen alle. Ich hab mir extra für dich markiert, kriegst du extra Punkte. 5 oder so. Keine Ahnung. Sind nicht so viel. Boah, ist das unspielbar, ey. Mann, was ist denn das für eine Scheiße? Boah, ey, ohne Witz. Dreckspiel. 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 Mein Übermensch-PC liegt's nicht, Alter. Nicht seitdem ich mehr Gigabyte RAM drin habe, Alter. Da läuft alles besser. Aber auf der Hose ist nicht. Erstaunlich. Warum bin ich jetzt hier hingegangen, Alter? Da unten war viel schöner. Haha. Kann nicht groß zielen, einfach mal hinschießen. Bist du? Ach komm. Das ist wieder Pitovic, Alter. Naja, da kommt ja schon wieder der Axtnupper, Alter. Ups, Hanna. Mann. Wollt er gar nicht runter! Nimm der Scheiße! Mist! Mein ist er tot! Kannst du mal sehen. Ich vermisse meine Witze jetzt schon. Haha, Scheiße! Ach, guck an. Ja, eigentlich markiert. Ja, doch. Bumm, fall doch nicht vom Pferd. Nein, voll die falsche getroffen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, egal, war ein Headshot. Headshot zählen immer auch, wenn es einer von uns war. Na los, du musst ihn schaffen. Ich glaube an dich. Mach ich's halt für dich. Mach ich's halt für dich, ne? Interessiert mich schon nicht. Scheiß Hurensohn. Ja. Toll. Cheater. Oh, mein Nacken tut weh. Es riecht nach Markenklatscher.
Ach, ich wünsche, es wäre heute schon morgen, ey. Haha, ich bin auf ein Pferd gefallen. Wieso gibt es keinen Bonus für Pferde, Schatz? Ich meine, das sind auch Viecher. Ich meine, das sind auch teilweise schwer zu treffende Lebewesen, ja. Fick mich. Ich kann ja hier vorbeikommen. Mann! Oh, ne, scheiß Russe hier, Alter. Glaubst du ja wohl nicht. Glaubst du ja wohl selber nicht. Ach, fick dich mit dem Schild, ey. Nein, Mann! Ja, dann aber weg, du Hurensohn. Hätschern! Ach, Mann. Juhu, endlich gewonnen. Gott sei Dank. Länger hätte ich so nicht überlebt. Noch ein lustiger Witz zum Abschluss. Im Kino in einer bayerischen Stadt, mitten in der Vorstellung, schreit ein Mann aus dem Publikum: Ich habe eine Brieftasche mit 1200 Euro Inhalt verloren. Zahle dem ehrlichen Finder 100 Euro Belohnung. Brüllt Loisel aus der zweiten Reihe: Zahle 200! Ja, ja. Wunderschön. Dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Mal verirrt wieder. Bis dahin, tschüssi, ne?